bedrohen, aber fügt keinem Stammesmitglied Schaden zu oder nehmt fremde Sachen. Und nun werde ich mein anderes Versprechen erfüllen. Geht zum Zelt der weisen Frau und Nibani Maesa soll euch auf die nerevarinischen Prophezeiungen prüfen. Da ihr nun ein Clanfreund seid, will ich ganz offen reden. Ich bezweifle, dass ihr der Nerevarine seid. Ihr seid ein Fremdländer, aber der Nerevarine wird alle Fremdländer aus Morrowind verjagen. Wie könnt ihr also der Fleischgewordene sein? Die Fürstenhäuser haben unser Land gestohlen und uns mit falschen Göttern verhöhnt. Die Fremdländer stehlen unser Land und unsere Würde. Der Nerevarine ist die letzte Hoffnung der Aschländer. Ich werde nicht zulassen, dass ein Fremdländer uns diese Hoffnung stiehlt. Das sind ernste Worte, Marco. Worte auf Leben und Tod. Ich sehe Ehre und Verdienst in euch und ich bin stolz, euch Clanfreund zu nennen. Aber seid vorsichtig, was ihr im Namen des Nerevarine sagt und tut. Nun geht und befragt Nibani Maesa und hört genau zu, was sie euch erzählen wird. Das wird jede Menge sein. Und ich schlafe jetzt erstmal. Total fertig nach diesem Arbeitstag hier. Nibani Maesa. Willkommen. Das ist ein Aschesturm. Ich stell's mir richtig gemütlich in so einem Zelt vor. Warum bin ich nicht hier im Zelt? Weil ich in dieses Zelt möchte. Das Zelt der weisen Frau. Hallo, weise Frau. Auch genannt Nibani Maesa. Weil das dein Name ist. So, erstmal hast du hier was Schönes liegen. Wenn ich das hole, bin ich tot. Okay. Hi Leute, ich bin nicht nur tot, das Spiel stürzt sogar ab. Probieren wir es ein bisschen anders. Okay, habe ich ihn. Ein weiterer Propylon-Index. Hallo Nibani Maesa, wie geht's dir? Wart mal kurz, ich speichere. Also, man kann... Was? Man hat mir von euch erzählt, Fremdländer, oder sollte ich sagen Clanfreund. Ihr seid dickköpfig und unwissend, aber vielleicht ist das nicht eure Schuld. Mein Ashkan-Fürst sagte, ihr würdet mich nach den nerevarinischen Prophezeiungen befragen. Er sagte außerdem, dass ich euch auf die nerevarinischen Prophezeiungen hin überprüfen soll. Ich muss tun, was mein Fürst mir aufträgt. Stellt also eure Fragen und ich werde euch prüfen. Das wird jetzt jede Menge Text, aber ich lese ihn vor. Weil er wichtig ist. Es gibt eine große Anzahl an nerevarinischen Prophezeiungen und sie alle suggerieren viele Dinge. Geburt und unbekannte Eltern, der Mond und Stern, sieben Flüche, der Bann für den Fluch, die Prophezeiung der Fremde, die Prophezeiung über die sieben Visionen und die verlorenen Prophezeiungen. Fragt mich über diese Dinge, falls ihr Geduld habt, weise genug seid oder falls ihr ungeduldig seid und es gleich wissen wollt, fragt einfach. Werde ich die Prüfung bestehen, die die nerevarinische Prophezeiung mir auferlegen? Nur zu, Fremdländer, ich bin die weise Frau, stellt eure Fragen und ich werde euch antworten. Was hat es mit dem Mond und Stern auf sich? Der Legende nach war auf Indoriel Nerevas Banner der Mond und Stern abgebildet. Und auch Nerevas Rüstung und Waffen trugen dieses Symbol. Einige sagen, er habe ein Muttermal in Form des Mond und Sterns gehabt. Einige sagen, er habe einen magischen Ring mit diesem Symbol besessen. Andere wiederum sagen, er sei unter dem Mond und Stern geboren worden. Daher denke ich, dass der Mond und Stern das Zeichen des Nerevarine ist. Und ihr habt dieses Zeichen nicht. Also seid ihr nicht der Nerevarine. Das ist nett. Was hat es mit den sieben Flüchen auf sich? Es ist eine weitere Prophezeiung der Aschländer über den Nerevarine. Sie wird die sieben Flüche des Schamats genannt. Doch ich kenne sie nicht und weiß auch niemand, der sie kennt. Schade. Der Bann für den Fluch. Sie hat keine Ahnung, wovon sie redet. Der Fremde. Dies ist die bekannteste der nerevarinischen Prophezeiungen. Wir nennen sie der Fremde. Wenn die Erde zerrissen und die Himmel in Schwärze ersticken und Schläfer den sieben Flüchen dienen, kommt ein Fremder in die Heimat, weit gereist unter Mond und Stern. Obwohl nackt geboren mit unbekanntem Vater, seine Gestalt zeigt sein künftiges Schicksal, Verdorbene beschleichen ihn, Rechtschaffene verfluchen ihn, Propheten sprechen, aber alle leugnen.
Viele Aufgaben machen offenbar des Fremden Schicksal, des Fluches Ende. Viele Prüfungen versuchen den Fremden, viele fallen, doch eine bleibt. Okay. Schöner Text. Was sind die sieben Visionen? Der ganze Titel der Prophezeiung ist sieben Visionen der sieben Prüfungen des Fleischgewordenen. Hört zu und ich werde euch die Verse aufsagen. Das ist toll. Was er berührt, das soll getan werden. Was unerledigt ist, das soll beendet werden. Erste Prüfung. Unbekannte Eltern an einem bestimmten Tag geboren, fleischgewordener Mond und wiedergeborener Stern. Nun, zumindest haben wir unbekannte Eltern, oder? Und sind an einem bestimmten Tag geboren, nicht an mehreren. Zweite Prüfung. Weder Pest noch Alter können ihm schaden, der Fluch des Fleisches vor ihm flieht. Nicht so wirklich. In dunklen Höhlen Asuras Auge sieht und Mond und Stern erstrahlen lässt. Eines fremden Stimme vereint die Häuser, drei Hallen nennen ihn den Hortator. Eines fremden Hand vereint die Veloti. Vier... Kurze Pause. Ich habe gehustet. So viel zu weder Pest noch Alter. Fünfte Prüfung, genau. Eines fremden Hand vereint die Veloti. Vier Stämme nennen ihn Nerevarine. Sechste Prüfung. Er ehrt das Blut des nicht betrauerten Stamms. Er isst ihre Sünden und wird wiedergeboren. Seine Gnade befreit die verfluchten, falschen Götter, heilt die Geborenen, erlöst die Wahnsinnigen. Ein Schicksal, er spricht das Gesetz für das Volk von Velot, er spricht für ihr Land und nennt sie groß. Was bedeutet diese Prophezeiung? Sie sagt uns, wer der Nerevarine sein wird und welchen Prüfungen er sich unterziehen muss, bevor er sein Schicksal erfüllen kann. Auf mich trifft im Moment die erste zu. Einige Teile verstehe ich, einige Teile nicht. Ich werde eure Fragen so gut es geht beantworten, doch ich kann nicht so tun, als ob ich alles verstünde. Wie sieht's aus? Ich frage jetzt einfach mal. Die Prüfung bestehen. Ihr seid nicht der Nerevarine. Ihr könnt es aber werden. Das ist ein wirklich wichtiger Satz. Es ist ein schwieriges Rätsel, doch ihr habt einige der Teile gefunden und ihr könnt noch mehr finden. Wollt ihr der Nerevarine sein? Dann sucht die verlorene Prophezeiung bei den abtrünnigen Priestern des Tempels. Findet sie, bringt sie mir und ich werde euch führen. Und nehmt diese Abschriften von der Fremde und die sieben Visionen. Jetzt. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Denkt darüber nach und tut, was getan werden muss. Auf zu Kaios!